Herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Binding of Isaac Rebirth und jetzt starten wir gleich einen New Run mit Isaac nochmal. Fangen wir an und wir haben hier gleich einen Goldraum. Oh, wie schön. Genau, es ist ein Space-Item, das macht einfach, dann haben wir statt so einen Laser halt, statt den Perlen, Tränen für einen Schuss, aber nur, leider. Machen wir erstmal kurz die Fliegen tot und jetzt dieses andere komische, blöde Vieh hier. Nein, Spinne, das lässt du schön bleiben. Könntest du bitte sterben, große Spinne? Danke. Eine Bombe kriegen wir. Den Shop lohnt sich nicht, außerdem haben wir auch gar keinen Schlüssel. Okay, du bist ja nicht so der schwerste Gegner. Wir gehen nochmal schnell nach unten links. Machen wir einfach nochmal... Okay, das sind die. Die machen nichts wirklich Schweres. Die machen nur sowas. So. Eine weitere Bombe. Vielen Dank. Und das hier. Das lohnt sich nicht. Haben wir hier irgendwo einen Stein mit Kreuz? Den sprengen wir einfach mal nur so aus Prinzip hoch. Nö, haben wir nicht. Hier könnte theoretisch der Geheimraum sein. Ist er aber nicht. Na gut, dann gehen wir mal zu Gemini. Der ist ja nicht so der tragisch schwerste Gegner, sag ich mal. So. Zack. So, das war schon mal er selber. Jetzt kommt noch sein Baby. Da wäre ich gerade fast reingelaufen. Da wäre ich schon wieder fast reingelaufen. Warum nutze ich das eigentlich nicht, wenn ich das schon habe? Hat aber auch nicht so viel gebracht gegen den hier tatsächlich. Ist das anscheinend nicht so der Hit. Aber gut. Wir werden bestimmt noch eine gute Verwendung dafür finden. Das ist das Evil Up. Eine explodierende Bombe, die ist nicht so cool. Kein böser Teufelsraum. Herzen. Achso, wir haben ein schwarzes Herz bekommen. Das habe ich ja schon im letzten Part erklärt, was das macht. Und damit sind wir in Ebene 2. Und unsere Mutter schiebt uns weg. Wir haben keinen Schlüssel, der Feitraum ist mir egal. Nein, da bin ich reingelaufen. Ich Idiot. Nein, nein, nein. Da ging... Jetzt haben wir für nichts das schwarze Herz verschwendet. Das ist super doof. Das ist echt richtig blöd von mir gewesen. Weil jetzt haben wir einfach mal... unser Herz verschwendet. Das ist natürlich wieder sehr klug gewesen. Ich bräuchte einen Schlüssel. Das wäre jetzt nochmal... Da bin ich eigentlich bescheuert? Alter, das geht ja gerade gar nicht, was ich hier mache. Da haben wir noch Geld, das nehme ich natürlich mit. So, die kleinen Kackerhäufchen hier, zack, weg. Was ist das? Master auf irgendwas. Ich gehe mir mal eben schnell hier das Herz holen, das halbe, und dann... können wir hier auch mal eben kurz die Feuer auskloppen. So. Geld. Das hat sich doch schon mal ein bisschen gelohnt. Und nix. Schade. So. Oben bringt uns nix, deswegen. So. Und du noch. Und eine Bombe. Bomben sind immer sehr schön. Dann nein. Nein! Oh, ich wollte noch nach oben schießen, aber ich habe die Tastenscheiße gedrückt. Ich bin so schlecht, ey. Oh, ich bin so schlecht. Es tut mir leid. Ich bin einfach scheiße, ich weiß. So. Komm schon, bitte. Lass es ein Herz sein. Weil sonst bin ich gleich echt am Arsch, ey.
Natürlich gar nichts, na toll. Ich will jetzt nicht mit einem Herz zum Endboss. Das ist doch Kacke. Aber ich muss. Monstro! Es bringt echt gar nichts. Das ist irgendwie doof, das Zeug. Im alten Ice Age hat das ihm, glaube ich, die Hälfte oder so des Lebens abgezogen. Hier einfach mal gar nichts. Das ist ja wohl scheiße. Tschüss. Komm. Ach, Monstro, wir kennen dich doch alle. Wir wissen, dass du doof bist. Du brauchst uns doch nicht auch noch dann anspucken mit irgendeinem Zeug oder auf uns hüpfen wollen. Och, das war jetzt knapp. Das war jetzt verdammt knapp alles. Das ist echt eine verdammt knappe Geschichte gegen Monstro. So, zack, 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 komm schon, Monstro, geh tot, danke. Erstmal das halbe Herz einsammeln, damit wir wieder HP, Tears up und Shoot up. Nehmen wir noch ein Herz mit, danke. Mehr haben wir hier nicht zu tun, weil wir auch keinen Teufelsraum haben, was schade ist. Und wir werden angekackt. Caves 1. Und Fledermäuse, die tun nichts wirklich Schlimmes, außer scheiße sein. Mann. Scheiße, ey. Ich glaube, wenn immer das, ach ja, da kommt dann nämlich, ja, kommt das jetzt gerade mal? Da war so eine kleine Spitze einfach nur. Das ist so das Einzige. So, da kommen wir nicht hin, sonst haben wir auch nichts. Okay, der Bettler, der kann uns ja gute Items geben, deswegen gehen wir einfach mal hin und geben einfach mal 5 Münzen. Sag mal, Lucky Food, yeah. So, und ihr? Ihr seid ja auch nicht gerade so die Schwersten, ne? Geld. Geld regiert die Welt. Und ein extrem großer Raum wieder. Mit Kacke. Oh Gott, auch noch zu zwei gleich davon. Ja. Ihr seid doch super. So. Na komm. Ich hab gedacht, geh kaputt. Danke. So. 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 Da oben ist der Endgegner. Zu dem wir noch nicht gehen. Die silberne Kacke. It feels lucky. Das macht Glück, dass wir was in Kackehaufen haben. Da ist eine Kiste. Na, wenn. Oder was macht die? Ah, nur wenn die Kacke. Ich wollte jetzt noch nicht sterben, Spiel, das weißt du hoffentlich, ne? So. Na toll. So. Auch nix. Oh Mann. Das ist echt scheiße. Ich brauche echt Leben. Oh Mann. Ich habe kein Schlüsselspiel. Du willst mich doch wieder nur ärgern. Ich kenne dich doch. Och Manu. Oh Gott, wieder Fledermäuse. Einfach nur so aus Prinzip jetzt gerade. Ah, es ist ja ein recht großer Raum, da kann man ganz gut ausweichen. Nicht so wie eben mit dieser ganz kleinen Insel wieder. Ha ha ha. Ho, ja, 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 ja. Ist ja gut.
Ein Schlüssel, natürlich dann auch noch in der Mitte der Insel. Warum denn nicht? Eine Kiste, bitte. Oh, was ist das? I remember this. Nein, wir nehmen den Kackhaufen mit. Oh, Mann. Schon wieder so ein großer Raum. Oh Gott. Was bist du denn für einer? Nein, auch noch zwei davon. Ja, genau, Spiel. Ich weiß, dass du mich nicht magst, aber komm. Ist das ein Grund? So, der ist noch so in so ganz paar andere Viecher da explodiert. So und so. Ach, da ist noch eins, okay. Ich habe mich schon gewundert, eine Bombe, die explodieren wird. Und sonst nichts. Mann, ich brauche Leben. Das ist einfach so. Ich kann noch nicht mit einem halben Herz zum Endboss. Oder? Ein Schlüssel. Ja gut, dann kommen wir den wenigstens. Oh Scheiße, jetzt habe ich keine Bombe mehr. Och Gott. Die Runde ist so verkackt, ne? Es tut mir leid, ey. Die Runde haben wir verkackt. Naja, so ist das Leben. So ist es. Kann ich auch nichts dran ändern. Ich muss oben durch den Raum. Hier ist nur die Schlange. Die Schlange wollen wir aber nicht. Endboss. Na komm, wer bist du? Ach, da natürlich. Auch noch gleich zwei davon. Auch noch so ein großer Raum dann. Das ist natürlich ganz toll. Ganz einfach, weil wir nämlich tot sind. Yeah! Ich würde sagen, dann war es das jetzt für heute von Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Wir sehen uns mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.